Also, wir sind am Stand von MicroConsult. Bei mir ist Peter Sivon und wir würden uns gerne kurz mal darüber unterhalten, was es denn hier zu sehen gibt. Ich sehe schon 7 Tipps zur Prozessgestaltung. Sie haben hier ein bisschen ein Vortragsprogramm? Ja, wir sind ja ein Schulungs- und ein Consulting-Unternehmen und wir wollen den Leuten hier vermitteln, dass wir sehr viel praktische Hinweise haben, wie sie ihre Arbeit besser machen können. Und ideal für eine Messe sind kurze Vorträge, Tipps, kleine Denkanstöße, die kann man hier gut rüberbringen und wir geben Tipps zum Thema Programmierung, Prozessgestaltung, was wir heute aus unserer täglichen Arbeit so mitkriegen, was die Leute häufig falsch machen oder was gut ist, wenn sie es wissen. Haben Sie auch Fremdvorträge oder sind das alles MicroConsult-Vorträge? Das sind alles Vorträge von unseren Spezialisten. Wir haben eine ganze Menge Spezialisten aus dem Bereich der Embedded Software und die geben halt ihre Schlauheiten hier zum Besten. Im Halbstundentakt? Wir machen das hier so, je nachdem, wie viele Leute vorbeikommen. Also wir haben einen festen Takt, aber meistens orientieren wir uns einfach an dem Fluss der Zuschauer. Ja. Geht es hier rein dann um die Bewerbung Ihrer Seminare oder stellen Sie hier auch schon erste Informationen zum ESE-Kongress bereit? Also der ESE-Kongress ist ein wichtiges Thema hier auf der Messe. Hier auf dem Stand wird er nicht aktiv vertreten. Unsere Kunden sind hier in den Hallen. Deshalb bin ich viel unterwegs, um für diese Veranstaltung zu werben und die Leute davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, dorthin zu gehen. Die Ausstellung ist ohnehin schon halb ausverkauft und ich habe das Gefühl, ich renne offene Türen ein. Wie viele Aussteller soll es dieses Jahr geben auf dem ESE-Kongress? Wir werden etwa 40 Aussteller aufnehmen und so wie es aussieht, werden wir im Mai ausverkauft sein. Termin ist wann? Termin ist im Dezember, also in der zweiten Dezemberwoche. Alles klar, also können wir davon ausgehen, dass auch dann auf dem ESE-Kongress alles scharf ist.